Umgang mit Sarkasmus anderer. Wenn andere öfter sarkastische Bemerkungen über dich machen oder auch sarkastische Bemerkungen über andere machen, dann musst du überlegen, wie gehst du mit Sarkasmus um? Es gibt dort mehrere Möglichkeiten. Grundsätzlich solltest du dich an Sarkasmus nicht beteiligen. Selbst wenn ein Mensch über einen anderen irgendwie herzieht, sarkastisch, du solltest dich dort nicht dran beteiligen. Sarkasmus im Sinne von Spott über andere ist sicherlich nicht gut, ist eine Form von kommunikativer Gewalt. Es gibt aber so eine Art Selbstsarkasmus, die manchmal ein kleines Ventil sein kann und deshalb nicht schlecht sein muss. Wenn der Sarkasmus sich gegen dich richtet, ist die einfachste Methode, so zu tun, als ob du es nicht bemerkst. Dich nicht davon beeinflussen zu lassen, Selbstvertrauen haben, aufgerichtet sein, eventuell den anderen ignorieren. Das ist die würdevollste Form, um mit Sarkasmus umzugehen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, in einem Zweiergespräch, Vier-Augen-Gespräch, einem Menschen zu sagen, ja, wissen Sie, die Bemerkungen, die Sie machen, für mich kommt das wie Sarkasmus rüber und Sie mögen es für humorvoll halten, mich kränkt das. Und für mich wäre es ein Anliegen, dass Sie so nicht mehr mit mir umgehen. Das kannst du probieren und schauen, was dann wird. Eventuell kannst du auch jemand anders um Hilfe bitten und fragen, ist das tatsächlich sarkastisch oder bin ich dort nur zu sensibel? Wenn jemand über einen anderen herzieht, kannst du auch unter vier Augen mal sagen, ich finde dieses Verhalten nicht angemessen. Dieser Sarkasmus gegenüber dem anderen ist nicht freundlich. Das führt zu Spannungen im Team und es führt dazu, dass wir nicht so gut miteinander zurechtkommen. Ich würde es begrüßen, wenn wir anders miteinander umgehen könnten. Es kann sein, dass das hilft. Manchmal wirkt es Wunder, denn der Mensch hat es vielleicht tatsächlich nur humorvoll gemeint und hat nicht bemerkt, dass es eine Form von Sarkasmus ist. Eventuell läuft es ins Leere und dann weißt du, ja, das nutzt jetzt nichts. Und dann kannst du wiederum demjenigen, dem Sarkasmus entgegengebracht wird, vielleicht helfen, Mitgefühl geben, stärken, vielleicht auch in Auseinandersetzungen seinen Seite ergreifen. Das waren nur ein paar Anregungen zum Thema Umgang mit Sarkasmus.